herzlich willkommen bei einem neuen Video, ein Unboxing. Ich werde das Ganze in drei Teile aufteilen, weil wir haben hier ganze drei Bilder und ein Zubehörteil drin. Das heißt, wir werden heute unser Zubehör auspacken und ein Bild. Zwei Bilder sind noch drin, die machen wir in Teil 2. Kommen also erstmal zur Seite. Genau, ich habe bei, ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Gucken wir mal schnell auf meinem schlauen Handy nach. Ich glaube, es war die Digital Art. Ich bin mir aber gerade nicht 100% sicher, deswegen gucken wir noch mal einmal schnell nach. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Es war, ja, die Digital Art habe ich bestellt. Insgesamt drei Bilder und ein Zubehörteil, was ich bei der lieben Mela gesehen habe und das super, super toll fand und mir direkt mal sagen lassen habe, wo es den gibt. Und zwar diesen tollen Stift. Ich hole mich einmal näher ran und wir packen den einfach mal einmal aus. Und zwar haben wir hier einmal diesen tollen Stift. Ich finde, der sieht wunderschön aus. Der hat mir direkt super, super gefallen. Liegt auch wieder super in der Hand. Ist ein bisschen breiterer, ist halt wieder ein Hartstift. Finde ich sowieso besser als die schmaleren. Und wir haben hierbei Metallaufsetzer. Achso, die sind noch zugeklebt. Zusätzlich. Alles klar. Ah, ich habe wieder Mist in den Händen heute. Ist okay. So. Achso, ist nicht zum Okay. Wir haben hier einmal noch ein Zipptütchen mit Ersatzgummis drin. Finde ich sehr gut. Ich habe bis jetzt einen Metallaufsetzer, der war bei einem Stift dabei. Und da sind die Gummis, ist ein Gummi von zwei Gummis schon kaputt und das ist nicht mehr so super. Also man kann damit noch painten, mache ich auf Arbeit auch damit, aber ist nicht mehr so toll. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal einen Korrekturschieber. Wir haben zwei Einfachsetzer, einen ergonomischen und einen normalen. Mit den ergonomischen habe ich selbst auch noch nicht gearbeitet. Ich bin gespannt, wie diese hier sind. Ich habe bis jetzt einen Einfachsetzer gehabt in Metall, der war viel zu breit, da ist der ganze Stein drin verschwunden. Ich bin mal gespannt, wie die hier sind. Dann haben wir ein Dreier, ein Sechser und ein Neuner Aufsetzer. Auch im Metall. Ich bin gespannt, wie die sind. Die sehen aber erstmal recht gut aus. Auch relativ schmal. Beim 9er sehe ich gerade, da hängt irgendwas zwischen. Ja, muss ich nachher mal mit der Pinzette versuchen rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das sieht aus wie so ein kleines Steinchen, was da irgendwie drin sitzt. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das rausbekomme. Genau, aber gucke ich dann mit der Pinzette. Das Tolle ist, dass wir dabei halt auch so ein schönes Döschen haben zum Aufbewahren, wo wir die schön reinlegen können. Ich werde mir an dem Stift jetzt den Einfachaufsetzer drauf machen. Uiuiui. Muss man schon gut draufsetzen. Also muss man ein bisschen Druck aufwenden. Ja, mein Daumen schon wieder vollständig in Ordnung, wird das wahrscheinlich leichter gehen, aber ich kann halt hier noch nicht so drücken. So gut. Aber ich darf ihn wieder frei bewegen. Gott sei Dank. Tut zwar noch weh, aber egal. Ja, das ist jetzt der schöne Stift.
mit den Aufsetzern drauf. Ich bin gespannt, wie sich damit painten lässt. Das werde ich natürlich selbstverständlich ausprobieren. Genau. Die Gummis tue ich auch wieder hier mit rein, die Ersatzgummis, damit die auch ja nicht wegkommen. Genau. Die Tütchen können wir zur Seite tun. Das brauche ich dann jetzt eh nicht mehr, weil den werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal benutzen und die tue ich in mein Köfferchen. So. Kommen wir nun zum Bild. Ich hole euch mal einmal wieder raus. Genau. Kommen wir zu Bild Nummer 1. Genau. Ich schneide das mal einmal hier ein bisschen auf. Na, Stift bleibt da hinten. Ich glaube, mein Tisch ist ein bisschen schief. Ja, vielleicht sollte man auch richtig schneiden mit dem Cutter. Reicht das schon? Ja. Ich bin gespannt, welches Bild wir jetzt als erstes haben. Natürlich erkenne ich es von außen nicht. Ich weiß auch nicht mehr so 100%, was ich alles bestellt habe. Und wir haben schon ein bisschen zerknittert. Ist aber nicht großartig schlimm, weil wir haben gegossenen Kleber und 25 Farben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben zwei Toolkits, ganz einfache. Grünes Schiffchen, rosa Stift, ein großes Wachsplättchen, ein kleines Wachsplättchen. Halt ganz normal, wie man es kennt. Kommt direkt in meinen Karton mit den Toolkits. Ich bewahre die gerade alle auf und gucke, ob ich die irgendwie an den Kindergarten oder Grundschule oder so abgeben kann. Ob die damit irgendwas anfangen können. Wir haben runde Steinchen, Acrylsteinchen in Zipptüchchen. Finde ich super. Lässt sich mitarbeiten. Dann kann ich nämlich auch gucken, ob wir vielleicht eine kleine Paintprobe machen. Gucken wir aber gleich. Ganz in Ruhe. So, das Bild. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches der ganzen Bilder es ist. Ich habe zwei Tiermotive, glaube ich, und ein Landschaftsmotiv. Ich wollte mal ein Landschaftsmotiv ausprobieren. Und ja, ich hole euch nochmal raus. Ja, das sieht nach dem Landschaftsmotiv aus in 80x40. Ich breite das hier mal ein bisschen aus. Guck mal, dass ich mein Zubehör irgendwie so ein bisschen noch woanders zur Seite lege. Ja, das ist das Landschaftsmotiv. In der Kamera erkennt man es deutlich besser als so auf der Leinwand. Aber das könnte was werden. Es ist ein schönes Landhäuschen am Meer. Also hier ist das, fängt das Meer an. Hier ist so ein schönes Landhäuschen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Bin gespannt, wie es rauskommen wird. Genau. So viel erstmal zum Bild. Ja, die Folie ist katastrophal. Ich würde die mal einmal wieder gerade drauf machen. Und dazu muss ich erstmal ein Lineal suchen. Das heißt, ich suche jetzt ein Lineal, mache die Folie gerade drauf und dann sehen wir uns wieder. Ist für euch nur ein ganz kurzer Zeitsprung. Okay, Lineal habe ich nicht gefunden. Ich habe es mit Hand versucht, aber das ist auch so eine dünne Knitterfolie. Demnach lasse ich das jetzt einfach erstmal so. Ich denke mal, das wird sich dann, wenn es gepaintet ist, ein bisschen liegt, auch wieder glatt legen. Oder ich bücke das leicht von hinten. Das ist bei Flüssigkleber kein Problem. Und wir haben hier definitiv Flüssigkleber. Zu erkennen an der durchsichtigen Folie. Genau. Ich mache einmal den Klebescheck mit euch. Der ist aber wirklich gut. Und ich würde das Ganze einmal ausmessen. Es ist in 80x40 ausgeschrieben. Ich denke aber, dass das die Leinwandgröße sein wird. Ja, wir haben hier einmal 74. Und wir haben hier einmal 34,5. Genau, also
ist 80x40 die Leinwandgröße. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es am Ende rauskommt. Genau, da wir... Moment, nein, wir sind noch beim Druck. Genau, hole ich nochmal runter einmal für den Druck. Er sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Ich hoffe, er steht scharf, ja. Also so auf den ersten Blick, den Druck kann man wirklich super, super erkennen. Auch ohne Lightpad. Genau. Und ich würde einfach, hier oben haben wir eine kleine Ecke. Die würde ich einfach mal mit euch einmal anpinden. Gucken, wie die Qualität der Steine so ist. Genau. Dazu suche ich mir jetzt hier einmal die Steinchen raus. Die gucken wir uns dann, die Steinchen, die wir für den Abschnitt brauchen, die werden wir uns auch einmal dann genauer angucken. Genau, wir haben ja hier eine Legende und hier eine Legende. Ich sehe schon, hier haben wir nur die Laufnummer draufstehen. Genau, die 01. Also die Laufnummer haben wir halt mit draufstehen. Das ist in dem Fall dann das M in 310. Genau. Ich suche die Stelle hier einmal raus und dann geht es mit einer Speedpaint-Probe einmal weiter. Und dann schauen wir uns auch die Steinchen an. So, ich hole dich einmal ein bisschen näher ran. Das sind die Steinchen, die wir für den Abschnitt brauchen. Wir haben runde Steinchen. Das sind halt die Tütchen, in denen die ankommen. Mit der Laufnummer drauf. Zum Diamanten drauf. Genau. Ja, wir haben hier so einen Braunton. Zwei verschiedene Beige-Töne. Ein Braunton. Ein Pink. Einmal so ein dunkles Lila. Zwei verschiedene Grüntöne. Und zwei verschiedene Grautöne. Genau. Ich gucke jetzt, dass wir den Abschnitt hier einmal nah rankriegen. Genau. Und dann machen wir mit dem neuen Stift eine kleine Paintprobe. Ich hole mir hier gerade das Zeug einmal ran. Wachs haben wir, Schiffchen haben wir. Ich mache die Folie hier mal einmal zur Seite. Genau, und wir fangen einfach mal an. Geht dann jetzt im Speed weiter. Ganz kleine Stückchen geklebt. Ich muss sagen, lässt sich wirklich super kleben, lässt sich gut legen. Der Stift, die Aufsetzer sind wirklich sehr gut. Der ist auch nicht zu breit, da verschwindet nicht ein ganzes Stift, ein ganzes Steinchen drin. Ich hatte das ja ein Stift, da war schon einer drauf gewesen und da ist dann, sobald ein bisschen Wachs raus war, ist dann eckige Steinchen komplett drin verschwunden. Das ist bei dem hier nicht, finde ich sehr gut. Auch so, der Mehrfachsetzer lässt sich super mitlegen, habe ich direkt mit ausgetestet. Alles hervorragend. Ja, beim Bild hat sich super kleben lassen, hat auch Spaß gemacht. Ich halte euch das mal einmal ein bisschen näher ran.
Wie man sehen kann, liegen die Steinchen auch wirklich gut. Ja. In dem Teil haben wir viel Konfetti jetzt gehabt, aber ja. Glitzern auch schön die Steinchen. Also ich bin zufrieden und bin gespannt, wie das Bild am Ende aussehen wird. Raus. Genau. Hier haben wir das Bild halt nochmal im Ganzen. Ich bin gespannt, wie es fertig aussehen wird. Ob das so schön rauskommt, wie es jetzt in der Kamera aussieht. Oder ob es halt am Ende doch leider nicht so gut rauskommt. Werden wir dann sehen. Genau. Wir hatten also jetzt das Bild und den Stift. Genau. Zweites Unboxing wird kommen. So. Ich packe die Kamera nochmal richtig hin. Zweites Unboxing zum neue Digital Art wird noch kommen mit zwei weiteren Bildern. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr dann noch den roten Button, also ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr den roten Button drückt. Ist natürlich vollkommen kostenlos. Wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nichts mehr auf diesem Kanal. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch jederzeit, werde die so schnell wie möglich beantworten und in dem Sinne sage ich tschüdi, bis zum nächsten Mal.